Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir, heute wieder mit Daniel. Wir machen die Flachwitz-Challenge und Hannah hat lieberweise, obwohl sie im Ausland ist, uns die Flachwitze raufgesprochen, damit wir die vorher nicht kennen. Und ja, fangen wir direkt mal an. Ich lasse sie dann über mein Handy abspielen und jetzt... Prost! Alright, let's go. Aber die Idee hat safe die meisten kennen. Aber gut, let's freaking go. Sorry, yeah. Lol. Einfach hallo, Zuschauer, meine Gräfinnen und Grafen. Lol. Also. Umdrehen und das Radio anmachen. Oh, das ist gut für mich.
Mama, warum bekomme ich meine Weihnachtsgeschenke schon im September? Weil die billiger sind als die Chemotherapie. Oh mein Gott. Echt nur Opfer bei mir auf der Arbeit. Vera 57, Unfallchirurg. In jedem Mann steckt etwas Gutes. Und wenn es nur das Küchenmesser ist. Aus der Bibliothek geschmissen, weil ich ein Buch über Frauenrechte in die Fantasy-Abteilung gelegt habe. Die ersten Worte meines Sohnes waren: Wo warst du die letzten 18 Jahre? Ich habe mir endlich eine Dachbox für das Auto geholt. Echt praktisch, die Kinder hört man kaum noch. Also, wenn ich dir schon Frühstück ans Bett bringe, dann möchte ich ein simples Dankeschön und kein Was zum Teufel machen Sie in meinem Haus. Der war gut, der war echt gut. Ich habe dein Spielzeug ans Kinderheim gespendet. Aber Papa, warum denn? Damit dir dort nicht langweilig wird. Durchsage auf der Titanic. Hier und durch. Dein Blick, Alter. Zwischen Joghurt und Amerika. Wenn man Joghurt 200 Jahre lang allein lässt, entwickelt sich eine Kultur. Sag ich mal, dass ich das gesagt habe. Patient, Herr Doktor, ich liege im Sterben. Doktor, dann stehen Sie doch bitte auf. Warum findet der Henker nie den Rückweg? Weil er nur die Hinrichtung kennt. Du bist mir nicht ganz unsympathisch.
Der Arzt gab mir nur ein einziges Jahr zum Leben. Dann habe ich ihn erschossen. Der Richter gab mir 15 Jahre. Probleme lösen kann ich. Luba, wie unterscheidest du dich von einer Raupe? Aus der Raupe wird noch was. Oha, ey. Huh. Ein Beamter zum anderen. Was haben die Leute nur? Wir tun doch nichts. Die meisten Leute schauen mich schockiert an, wenn sie herausfinden, was für ein schlechter Elektriker ich bin. Mein Kollege wollte sich einen Labrador anschaffen. Ich musste ihm das dann ausreden. Ich meine, schau dir mal die vielen Besitzer an, die blind geworden sind. Patient, ich bin so nervös, das ist meine erste Operation. Doktor, keine Sorge, meine auch. Geil! Oh mein Gott, wie du einfach nicht mehr lachst. Lubelli und schreibt gerne in die Kommentare, welchen Witz ihr am witzigsten fandet. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Ciao!